grüße Sie hier vom Friedhof in Spenge. Ich stehe mitten zwischen den Gräbern. Lange Reihen ziehen sich die Wege entlang, Grabstein um Grabstein, schön gestaltet, gut gepflegt, Rasen und Büsche und Hecken dazwischen. Das Wetter ist schön, die Atmosphäre dicht, nah, persönlich. Wir sind in der Passionszeit. Ostern steht vor der Tür, Zeit für Hoffnung. Corona verändert viel, den Wechsel von Passion und Ostern aber nicht. Die Botschaft, die uns bewegt, im Grunde überhaupt nicht. Sie ist für harte Zeiten gemacht. Daran können wir uns erinnern, sie kann uns halten. Der Tod hat nicht das letzte Wort, das Leben gewinnt. Es mag Krisen geben, aber sie werden überwunden. Wir sehen auf Christus am Kreuz, wir wissen von seinem Weg, ein schwerer Abschied vom Leben, gerade von denen, die ihm nachgefolgt sind. Aber dann ein Neuanfang, eine Bewahrung für immer. Er für uns. Er hat den Tod ein für alle Mal überwunden. Das glauben wir, auch wenn wir selber sterben werden. Wir sehen auf seinen Weg und lassen uns davon inspirieren. Friedhöfe sind Plätze des Lebens und der Hoffnung. Die Spenger haben ihren Friedhof vor ein paar Jahren zu einem schönen Platz des Lebens und der Hoffnung gestaltet. Sie haben ihn zu einem besonderen Platz mitten in der Stadt gemacht. Die Kapelle wurde erneuert. Sie wirkt warm und offen, menschlich, tröstend und kraftvoll. Offen, aber eben auch für die harten Erfahrungen, für Krisen und Abschied. Wenn ich bei meinem Vater bin, in meinem kurpfälzischen Heimatdorf, gehe ich immer über den Friedhof, besuche das Grab meiner Mutter und gucke mir an, wer seit meinem letzten Besuch gestorben ist. In jedem Namen steckt eine ganze Lebensgeschichte. Viele, die begraben sind, habe ich gekannt. Von vielen weiß ich etwas, immer noch, obwohl ich so lange schon weg bin. Die Lebensgeschichten der Menschen, mit denen ich zusammengelebt habe, springen mich geradezu an. Es ist wie ein Erinnerungsrausch. Es sind Verbindungen. Es ist Leben, zu dem ich gehöre, auch wenn es vergangen ist. Wie Tod und Leben sich verbinden, das ist das größte Geheimnis unseres Glaubens. Wir sehen auf Christus am Kreuz, nehmen aber den wahr, der lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir spüren, wenn es gut geht, ein festes Vertrauen in uns, dass auch wir, auch ich selber angenommen bin, gut aufgehoben, akzeptiert, so wie ich bin und gut auf die Bahn des Lebens gebracht. Die Hindernisse sind aus dem Weg geräumt. Der Tod will das Leben verschlingen, aber das Helle setzt sich durch, wie in der Skulptur hier. Für mich ist das eine sehr kostbare Erkenntnis, fundamental und fürs Leben. Ich halte mich daran fest. Ich setze darauf, dass sie in mir ihre Kraft entfaltet, wie von selbst, als ein Geschenk, das Gott in mich hineinpflanzt. Wenn ich Hoffnung spüre, ist das wie Ostern in mir. Das Düstere wird an die Seite gedrängt. Licht scheint auf, bestimmt die Bühne, gibt Orientierung und Klarheit, lässt mich kraftvoll auf die Herausforderungen zugehen, die mir das Leben schwer machen. Ostern macht die Krisen nicht ungeschehen, aber überwindet sie. Ostern lässt die Einschränkungen nicht vergessen, aber wir erleben Hoffnung. Ostern gibt einen Vorgeschmack aufs Leben, verspricht mehr, als man schon sehen kann. Wie gerne wäre ich früh aufgestanden zu nachtschlafender Zeit und wäre dem Licht gefolgt, wie es die Dunkelheit durchbricht. Wie gerne wäre ich noch schlaftrunken mit anderen zusammen in einer Kirche gesessen, wie der Martinskirche hier, die mir Schutz bietet und mich in sich birgt. Wie gerne hätte ich die Gemeinschaft mit anderen
singend und betend oder auch still, genossen von Herzen genossen. All das wird nicht möglich sein. Wir sind auf uns zurückgeworfen, wieder wie im letzten Jahr. Aber Gott ist da und hilft uns und lässt uns nicht fallen. Das können wir uns gesagt sein lassen. Jetzt ist die Zeit der Hoffnung. Daran halten wir fest. Das gibt uns Kraft, Mut und Entschlossenheit. Ich spüre es drüben auf dem Friedhof. Ich merke es hier in der Kirche. Wenn wir im Kreis der Familie Ostern feiern, ohne Gemeinde, ohne Freunde, dann spüre ich es hoffentlich auch. Auch Sie sollen spüren, wie das Leben verändert wird durch Ostern. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Musik.